So Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu Necromundia Hired Gun. Dadurch, dass es ja auch ein YouTube Let's Play ist, mache ich hier quasi die Anmoderation. Also willkommen hier zu diesem Spiel. Viel Spaß bei diesem Let's Play, bei dieser Folge. Da sind wir wieder. Ja, das ist er. Hat Brickjaw getötet. Kannst du es glauben? Glaubt es ruhig. In Momenten wie dies. Weißt du, ich dachte, nachdem du so viele Iron Vipers ausgeschaltet hast und der Rest vogelfrei wurde, würde sich die Lage hier ein wenig beruhigen. Aber vielleicht haben wir damit genau das Gegenteil bewirkt. Auf jeden Fall gerät die Sache außer Kontrolle. Was meinst du damit? Jemand hat ein Kopfgeld ausgesetzt auf einen Gildenhändler. Was? Wahrscheinlich war es Silver Talon. In jedem Fall wird erzählt, dass ein Gesetzloser eine Menge Credits für die Ermordung von Hyder V-Rex bietet. Das ist Maros Bruder. Also können wir wohl annehmen, dass derjenige, der Maro getötet hat, auch das Kopfgeld auf Hyder ausgesetzt hat. Verrückte Sache. Wie hoch ist das Kopfgeld? Hoch genug. Außerdem könnte das unsere Chance sein, jemanden zu erwischen, der weiß, wo Silver Talon ist. Willst du immer noch auf eigene Faust arbeiten? Bittest du mich um Hilfe? Nennen wir es eine Vereinbarung zum gegenseitigen Vorteil. Einverstanden? Was schlägst du vor? Einer von uns beschützt V-Rex und mit einer von uns meine ich dich. Ich gehe inzwischen ein paar weiteren Spuren zu den Black Serpents nach. Einverstanden? Gut. Aber ich hoffe, dass es sich für mich auszahlt. Das hier ist eine Anstellung nach einem Drink. Es geht um meinen Mastiff. Verdammt, sie haben wieder einen Pass gestohlen. Betrunkene Ratten sind echt das Letzte. Wild Snake kostet 25 Creds, Amasek 4 und Old Foist 3. Zumindest steht das hier auf der Flasche. Keine Ahnung, was hier drin ist. Diese Idioten lassen sich von ihrem eigenen Gefangenen abmurzen. Was haben all die Söldner hier zu suchen? Aber was haben wir denn da? Zeig mir, was du tun kannst. Wir sehen uns wieder, wenn du meine Kunst... Ich will aber eigentlich... Wo ist denn der Haberer? Ich könnte Yolanda fragen. Sie haben in letzter Zeit ziemlich viel Staub aufgewirbelt, habe ich gehört. Es geht um meinen Mastiff. Halt er mir aus. Mehr Schaden ist auch leibend. Alter, das war nur mit der Kopf. Gut, kommen Sie vorbei, wenn Sie leben noch. Du musst dir meine Bionics ansehen.
Gesundheitsbonus ist gut. Kommen Sie wieder, wenn Sie die Credits haben. Da kann man so viel aufrüsten, Alter. Soll ich nochmal mit dir sprechen? Hoppala. Wer war der Typ vorhin, als ihr aufgetaucht seid? Und was hat er gemacht? Wie ist er einfach so verschwunden? Dasselbe könnte ich dich fragen. Ich weiß es nicht. Hab ihn nie zuvor gesehen. Die Goliaths nannten ihn Shadow. Ach ja? Das ist interessant. Ich werde vielleicht einen Freund von uns auf die Sache ansetzen. Und vielleicht weiß die Wildsnake Priestess hier ja auch was. In Momenten wie diesen vermisse ich Scalps fast. Alter. Das hier ist Wildsnake. Nein, du siehst nach Second Best aus. Danke. Sag, was weißt du über einen Typen namens Shadow? Shadow? Ein Söldner, der mir ständig über den Weg läuft. Ein Kopfgeldjäger? Ich weiß nicht, ob es derselbe ist, aber vor einiger Zeit hat ja mal einer gearbeitet. Hat sich ziemlich schnell unbeliebt gemacht. Bei den Banditen? Wundert mich nicht. Ja, aber auch bei vielen anderen. Kopfgeldjagd ist nicht gleich Kopfgeldjagd. Viele hier würden sagen, Banditen jagen, um Credits zu verdienen, ist eine Sache. Aber wenn du es tust, um dich bei den Enforcern einzuschleimen, machst du dir hier keine Freunde. Das hatte er vor? Sich einen Namen bei den Enforcern zu machen? Du denkst nicht, er würde für Gesetzlose arbeiten. Für Gesetzlose? Nein, nicht so wie ich ihn in Erinnerung habe. Die Enforcer, Gildenhändler, solche mächtigen Leute waren sein Ding. Wollte sich sogar einen Namen bei den Adeligen oben in der Spitze machen. Aber ich habe ihn schon länger nicht gesehen. Schon lange nicht mehr. Noch einen Drink? Wildsnake. Nein, du siehst nach Second Best aus. Danke. Hast du von dem Kopfgeld gehört, das Silver Talon ausgesetzt hat? Ja klar, verrückt. Sowas habe ich überhaupt noch nie gehört. Und der Gildenhändler, auf den es ausgesetzt wurde, Hyder Virex, ist der Bruder von diesem Morrow, der vor einer Weile getötet wurde. Ja. Jemand kann die Virexes wohl echt nicht leiden. Ne Ahnung warum? Nein. Die Virexes haben sich auf Architech spezialisiert. Und davon gibt's hier eine ganze Menge, sagen sie. Seit die eingestürzte Kuppel da draußen gefunden wurde. Die Virexes haben die Hälfte der Gangs hier angestellt, um den Handel zu kontrollieren. Aber dass es jemand auf die Gildenhändler selbst abgesehen hat, ist ein starkes Stück. Noch ein Drink? Wildsnake? Nein, du siehst nach Second Best aus. Danke. Ja, klar. Ja. Nein. Noch ein Wildsnake. Na. Shadow. Ein Söldner. Ein Kopf. Bei den Banditen? Ja, aber auch bei vielen anderen. Das hat er. Für Gesetzlose? Nein. Nicht so, wie ich ihn in Erinnerung habe. Noch einen Drink? Danke, nein. Aber jetzt da. Hoppe. Da. Scheiße, was hab ich da gemacht? Das wollte ich nicht. Ich hab die falsche Mission ausgewählt.
Zumindest erkennen die sie. Wieso kann ich nicht zurück zum Hauptquartier, Alter? Gott sei Dank. Ja, das ist er. Hat Rickjaw getötet. Kannst du es glauben? Jetzt passt's. Na gut. Das bringt einem also ein Gildenhändlerabzeichen? Nicht schlecht. Eine alte Zitadelle. Jericho sie geschickt? Kann man so sagen. Er sagt, sie brauchen Schutz. Ich scheine einen Feind zu haben. Zweifelsohne derselbe, der meinen Bruder ermordet hat. Ist ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt? Ja, so sagt man. Unerhört. Ich habe mich hier versteckt, aber diese Banditen werden nicht einfach aufgeben. Ich rechne mit einem Angriff. Und zwar bald. Was tut ihr hier drin? Ihr sollt Wache halten. Wer würde sie hier angreifen? Ich weiß es nicht. Die Belohnung ist hoch. Die meisten Gangs müssten es zwar besser wissen, aber trotzdem... Also warten wir. Es gibt nur zwei Eingänge. Beide sind gesichert, aber sie müssen sie im Auge behalten. Das ist Lothan, mein verlässlichster Leibwächter. Er zeigt ihnen... Schnell! Sichert die Zitadelle! Na gut. Zwei Gangs im Anmarsch. Alle, die draußen sind, sollen sich kampfbereit machen. Wir wollen hier drin nicht in der Falle sitzen. Rückt vor und verjagt sie. Na gut. Los geht's. Verdammt, sie haben Schützen im Dach der Kuppel. Bleibt in der Zitadelle. Kopf runter. Die Scharfschützen haben uns im Visier. Thank you.
Wow! Warte, aber ich bin auch nicht mit. Gatling time. Der Bruder, was halt des Todes aus? Okay, Gatling time over. Es im Griff, aber bleibt wachsam. Sie haben was vor. Heilige Scheiße, sind doch viele.
Alter. Oh. Boah, das ist heavy, Alter. Lothan ist tot. Die haben das genau geplant, verdammt. Sie haben eine Art Bohrgerät da draußen. Wer ist noch in der Zitadelle? Ich! Mach sie dicht. Sofort! Du musst das Tor verbarrikadieren, sonst brechen sie es auf. Alles klar. Scheiße. Sofort! Du musst das Tor verbarrikadieren, sonst brechen sie es auf. Aber wo? Alles klar. Alter. Darf den Sinnere zurückziehen. Wir müssen die Stellung halten. Wenn sie am Saal vorbeikommen, sind sie im Gewölbe. Thank you.
Feuer. Schiffi. Von wo? Gerade noch so. Yeah. Dann beweg dich in den großen Saal. Such Birex und schaff ihn hier raus. Uns läuft die Zeit davon. Oh. Jetzt fahr ich zurück! Bewacht die Nachhut! Was? Nichts da! Wir hauen alle gemeinsam an! Aber ich glaube, wir müssen hier weg. Los, schnell! Dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Helfen Sie mir! Ich kenne einen anderen Weg raus. Los, schnell! Oh nein! Ihr Makropolen-Abschaum glaubt wirklich, ihr kommt an mir vorbei. Ihr wisst nicht, was ihr da tut. Oh, ich versichere dir, sie wissen genau, was sie tun. Und warum? Du hast etwas, das ich will. Nichts da. Der Gildenhändler bleibt bei mir. Ach, der ist egal. Naja, nicht ganz. Aber du hast etwas, das ich will. Dann musst du mich wohl töten, um es zu kriegen. Du sagst es. Schließlich steckt es in deinem Kopf. Oder?
Boah. Wie kommen wir da noch? Ciao. Ja, nun ist diese Folge, dieses Let's Play, diese Mission auch schon zu Ende. Deswegen werden wir jetzt hier beenden, aber keine Sorge, es kommt eine nächste, sofern es nicht die letzte war. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's das gut, ciao und baba.